Willkommen zurück. Fraktal-Spezialfolge Nummer 3. Ich messe arktische Temperaturen in eurem Gebiet und etwas Ungewöhnliches, das aus einem Dorf in der Nähe kommt. Seid vorsichtig. Also hier könnt ihr euch an Feuern aufwärmen, sonst kriegt ihr Kälteschaden irgendwann. Schilder, Kälteschaden interessiert mich nicht, bin Asura. Hier müssen wir jetzt immer, genau, und jetzt müssen wir immer das Zeug holen und die Typen wollen das löschen. Nur ich sehe hier gar nichts, sonst war hier immer so Zeug davon holen musste. 10 Minuten, nee, weniger als 10 Minuten, bevor ich Schaden bekomme. Und ich bekomme jetzt schon Schaden, Moment. Rüstung verbessert. Eigentlich liegen hier immer, warum sehe ich gerade? Ah, wir haben, ich habe gerade hier gesehen, wir haben was zum Anzünden. Ich gehe gerade zur Mitte. Jo. Oh, jetzt wäre es schön warm. Oh, und jetzt müssen wir eigentlich auch mal was nachfüllen. Hier müsste was rumliegen. Ja, hier ist Feuerholz. Oh, ey. Ich wähle dich! Schalte in den Holo-Modus! Boah, ich verklick mich ständig. Jetzt wird's heiß, Leute! Rein theoretisch dürfte ich in den Holo-Modus überhaupt keinen Schaden nehmen, weil das Ding nämlich eigentlich überhitzt. Also habe ich hier einen Logikfehler festgestellt. Wut am Licht! Komm heraus! Ich hab schon viel Feuerholz. Oh, das Feuer ist gleich aus. So heiß! Das Feuer machen ganz schön lange gedauert. Ja, man muss da erst nachfüllen. M5 ist ganz schön scheiße, ne? Weil das ist nämlich genau beim Abkühlen, beim Abschaltsystem über den Knopf. Das nervt. Aber gleich wieder aus. Hitzeniveau ist auf Null. Das Feuer aus, Hitzeniveau ist auf Null. Wut auf Maximum. Ja, ich bin fantastisch. Ich weiß. Lustig, dass ich Frostelementare einfrieren kann. Parameter sind allmählich wieder. Eigentlich müsste er gegen immun sein, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht, aber ich will mich ja nicht beschweren, ne? Ich brauche Unterstützung. Da bin ich wieder. Brillant wie eh und je. Da muss man gleich auch wieder so Feuer anzünden. Okay. Sieht nicht gut aus.
kein Brennholz mehr hier. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wo seid ihr überhaupt? Wir sind hier hinten schon beim nächsten Boss. Du musst aufpassen. Ach, da seid ihr schon. Ach, interessant. Ist auch mal nett zu wissen, ja, dass ihr einfach weitergeht, ohne mich zu sagen, ey, wir haben es geschafft. Ja, Entschuldigung, aber passt ein bisschen selber auf. Ja, ja, ich hab's auch mitgekriegt. Ich wollte halt nur so tun, als ob ich das jetzt nicht mitgekriegt habe. Und das stimmt sogar. Ne, ich wollte euch absichtlich alleine beide laufen lassen. Das, wenn wir doch nur ein paar Würstchen hätten abgeschlossen. Was? Aha, Hauptsache Beherrscherpunkt. Kräftigend! Damit das Kräftigen auch wirkt, muss die Dialoglautstärke maximal hoch. Nur so hört man das richtig laut. Au. Halt das Zustände? Nö. Aber das. Der Boss muss geliked werden. Gekillt. Ja, ich mach da nicht so viel Schaden und auf, tut mir leid. Rüstung verbessert. Aber stimmt, man sollte zwischendurch auch draufhauen, nicht nur die Feuer machen. Habe mich nie besser gefühlt. Ich helfe mal mit Schaden zu machen. Ist das der in der Mitte hier? Ja. Ich werde gerade betriebswarm. Ist es genug Schaden? Oh Gott, ich war gerade fast zu schnell. Maximaler Schmerz. Habe mich nie besser gefühlt. Aus der Ferne hört man irgendwie. Gegen dich! Mein Feuer hat jetzt genug Holz wieder. Das andere Feuer ist aus. Ist nicht gut. Das war's. Jo. Ach, die laufen jetzt einfach weg. Mach okay. Rückzug. Ja, genau. Durch den Wald sollten wir jetzt durchrennen. Die Viecher sind wahnsinnig. Ja, man kann es zwar auch töten. Ich habe noch nie so gespielt, ehrlich gesagt. Was war denn mit der Kamera gerade los? Die ist immer näher rangezoomt. Ich habe nichts angefasst. Was macht dieses Mistlock-Teil? Dann hat man ein extra Leben. Ah, okay. Renn durch, nicht bekämpfen. Bringt's Ach so. Nicht. Habe mich nie besser gefühlt. Ach, geht ohne mich. Das spürt ihr noch tagelang. Ja, geht's nicht da hinten hin? Ja, ich hab mich ein bisschen voran. Ah, okay, jetzt sieht man auch die Lichter. Tiergefährte verletzt.
Ach cool, ich werde gerade betriebswarten. Perfekt. Willkommen zurück. Ich wähle dich. Pikachu. Wir warten lieber, bis das hier abgekühlt ist. Genau. Ash hat damals auch den Pokéball geworfen und hat gesagt, ich wähle dich, Pikachu. Dass Pikachu nicht aus dem Pokéball kam, ne? So, das ist jetzt hier der Endboss, der jetzt hier kommt. Ja, das war ja einfach. Oh, er kommt schon gleich an, scheiße. Kamera hat gerade mir einen Streich gespielt. Alles. Selbst euer Leben. Erhebt euch! Ja, da war Schmerzen. Alter Schwede. Ist ja nicht irgendeine Möglichkeit zu sehen, wie viel Schaden man gemacht hat? Ja, wird mir immer aufgeblendet. Ich halte nicht mehr lange durch. Ja, aber wir sind zu viele Zahlen. Ist. Oh, was macht er jetzt? Wo ist er jetzt? Er macht überall Schaden, okay. Und da kommen neue Viecher. Sollen wir mal runterkommen? Warte mal kurz. Beschäftigt ihn. Ich muss mal eben die Doppelklick-Taste wieder aktivieren, damit ich ausweichen kann. Eine Hitze ausgestoßen. Ist er wieder auf der Mitte? Nee. Beugt euch der Kraft des Drachen, oder ihr werdet vernichtet. Temperatur wieder im Normalbereich. War ich gerade eingefroren? Ja. Statistisch gesehen ist das sehr selten. Wie wäre das blaue Schild für ein extra Leben? Hm. Ich glaube, das sagt ein Charakter für jedes Sandkorn, das er findet. Ich auch, auf jeden Fall. Vor allem auch für Blutsteinstaub. Statistisch gesehen ist das sehr selten. So selten, dass es ja nur über Bord wird. Oh, was für eine freudige Überraschung. Oh. Das Wiederverwerten ist manchmal ein bisschen knifflig, ne? Also ist auch ein Trick. Muss ja auch ein Trick dahinter sein. Trick? Ja. Was meinst du denn? Nichts. Okay. Wann kriege ich denn makellose Fraktalrelikte? Wo kriege ich die denn her? Ich glaube, die kann man einmal für diese normalen kaufen und ich glaube, die kann man auch droppen. Oh, was für eine erfreuliche Überraschung. Oh, jetzt wird's schön. Oh, dann werde ich sterben. Ja, urbane Schlachtfeld ist so eine Sache. Lebt wohl.
Ich würde sagen, wir räumen am Anfang auf, weil sonst wird es wahrscheinlich eng. Bis zur nächsten Unterhaltung. So. Ihr bekommt Ascalon niemals. Lieber sterben wir. Echt? Oh Gott, ich bin hässlich. Ja. Bin das eines? Hier sollte man die Platte eben wegmachen. Bin eines von diesen dummen Viechern. Ernsthaft? Alter, was hab ich denn plötzlich? Haha, guck mal, ich kann's überschreiben. Yeah. Ich bin wieder schön. Wie hast du das denn gemacht? Jetzt geht es heiß her. Ja, wie wohl? So. Bestimmt bist du gleich wieder normal. Nein! Ich bin hässlich. Normalerweise rennt man hier fort zum Tor, aber... Kennst du auch die Szene aus SpongeBob, ne? Oh nein! Ich hab die Hässlichkeit! Klassiker. War das mit dem, hier Eisbecher oder ja. Was? Eisbecher! Kultfolge. Ah, was hat mich an die Seite geklatscht? Was passiert denn hier? Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Ich bin sie hier. Okay, da ist eine. Alle Hitze. Projektor. Aktivieren. Kann mir mal einer sagen, warum ist die Chance so dramatisch hoch, wenn man sich gerade in dem Moment heilen will? Wird man von irgendeinem Effekt weggestoßen oder so? Oder gestunt oder irgendwas, das einen dann auch gleich umbringt? Das ist immer so. Ja, das kenne ich. Jedes Mal, wenn ich mich in irgendeiner Form heilen will oder eine Heilfähigkeit aktiviere, bin ich kurz vom werde ich irgendwie... Parameter sind allmählich wieder auf Normalniveau. Wenn wir gleich am Tor sind, müssen wir oben die Kübel mit dem brennenden Öl wegmachen. Hitzeniveau ist auf Null. Was ist mit den Ballisten hier? Sollen wir die auch wegmachen? Ja, wenn es geht, gerne. Die haben mich gerade weggemacht. Was passiert? Mach's neu. Junge, was haut er so rein? Einfach gestorben. Ja. Lauft er weg? Ach so, die Kübel machen hier anscheinend Schaden, oder? Kann das sein? Ja, die müssen wir wegmachen.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt beide tot. Also, ich habe ja gerade gesagt, mach die erstmal. Also nicht unbedingt, ich bin gerade weggezogen worden und lebe noch. Aber das war kurz vor 7:30. Wenn man suchen und retten. Ich lebe tatsächlich sogar noch, also ich halte mich noch, jetzt geht's runter. Jetzt werde ich sterben. Okay, dann lasse ich mich auch sterben, dann rennen wir nochmal neu rüber und dann rennt nicht bis vorne vor, sondern macht erst den Kübel weg. Ich habe auch gar nichts gemacht. Ich war auch nicht ganz vorne, deswegen wundere ich mich, dass sie mich so getroffen haben. Also ich war nicht ganz vorne, ich war geplant in der Nähe von euch und ihr seid vorgelaufen. Ich bin direkt bei der ersten Balliste gestorben und du bist dann irgendwie noch ein Stück näher an der Mauer gestorben. Also ich sehe jemanden und das bist du und du rennst immer weiter vor. Ja. Sollten wir das nicht machen? Sammel die Gegner. Also soweit ich weiß, spawnen die hier nicht nach, die Gegner. Also wir können die ruhig wegmachen. Askalon ist ein Haufen Dreck. Kapazität überschritten. Ich finde die Balliste auch irgendwie... Ne, ignorieren wir die Balliste, die macht gar keinen Sinn. Der hat sich gerade, ohne überhaupt irgendwas zu machen, sich selbst hochgeheilt. Vor meinen Augen. Die war voll im Kampf drin. Die hat sich widerrechtlich hochgeheilt. Das fand ich nicht gut. Das ist falsch. So darf es nicht gehen. Ich weigere mich da jetzt anders was zu glauben. Naja, die hat sich bei mir auch gerade hochgeheilt, aber man muss einfach mehr Schaden machen. Ja, ich habe die fast getötet und dann heilt die sich hoch? Das darf sie nicht. Das ist ein Gegner. Das ist ein NPC. Ja, dann lasst uns die Ballisten ignorieren, weil die kommen, glaube ich, tatsächlich wieder. Ja, die kommen auch wieder. Ich habe nämlich zwei zerstört. Und dann oben auf diese Kübel, die heilen sich nicht wieder. Die müssen auf jeden Fall weg. Wie soll ich die denn erreichen? Ich kann nicht fliegen. Fernkampf. Irgendwas mit Fernkampf. Ich habe keinen Fernkampf. Eigentlich habe ich keinen Fernkampf. Das ist schlecht. Ich habe ein Geschießeisen, habe ich. Das war's. Ich kann ja schlecht mit einer Kalaschnikow da oben hinschießen. Kann ich mich mal schalten. Ein bisschen Schaden ist auch Schaden. Hauptsache, du kommst da irgendwie dran. Ja. Kriegen wir irgendwie nicht hin. Hauptsache, ich bin irgendwann aus diesem hässlichen Pelz raus. Die Gegner kommen übrigens auch wieder. Eigentlich glaube ich nicht. Sieht aber danach aus. Oder, Mario, wir kämpfen gegen Geister. Macht Sinn. Mistding, er hat sich wieder hochgeheilt. Scheiße! Das Fraktal ist doof. Ich mag das Fraktal nicht. Ja, das hier ist der schwierigste Part. So, alle Ballisten sind weg. Und jetzt vor mir zu leben. Irgendwas, was mich hin und her schiebt? Wir werden die ganze Zeit von irgendwas beschossen oder so. Das
17.300 Schaden am Tor. 16.370. Kann ich locker mithalten. Hier ist jetzt meistens nur ein Weg offen, da müssen wir mal eben gucken. Wir warten lieber, bis das hier abgekühlt ist. Oh, das ist noch eine Truhe, die ich gar nicht eingesammelt habe. Okay, was sieht man denn hier auf der Karte? Gerade durch? Wir probieren es einfach mal hier außen. Außen? Okay. Fahren wir gleich eine Straßenbarrikade und es geht nicht weiter. Nie so einen hässlichen Char gesehen, ey. Das wird ein Trauma fürs Projektor, Leben. Aktivieren. Oh, 20.000 Schaden. Ich habe auf meinen Zahlen nicht gesehen, aber ich mache AE über alle. Und jeder kriegt 6.000 Schaden. Mindestens. Ja, wenn ich diesen Wirbler mache, mache ich bei allen 20.000. Ja, nö. Wenn ich einen Wirbler mache, dann mache ich 30.000 Schaden, doch. Was auch ein Wirbel? Ja, hier, siehst du den stehen hier? Ja, pass mal auf. Ja, ich seh dich nicht, du bist so klein. 30.000 Schaden an den einen. Und der ist tot. Der war zu schnell tot, da konnte ich noch 15.000 machen. Ja, aber von mir hat er auch noch 30.000 kassiert. Das habe ich genau gesehen. Hier ist eine Barrikade. Da sollen wir nicht weiter, oder? Achso. Hier lang? Wir müssen in den Innenhof von daher. Ah, das ist ein Tor, was wir kaputt machen können. Das gefällt mir. So, Wirbler. Was? Das war viel zu wenig Schaden. Ich glaube, ich muss zuerst zuschlagen und dann wirbeln. Ich werde gerade betriebswarm. Tor ist offen. Bitte wiederbeleben. Temperatur wieder im Normalbereich. Oh shit. Das war ein Selbstmord-Öffnungsteil. Ich kann gar nicht so viel zählen. Also ich mache pro halbe Sekunde Schaden an Gegnern. Vielleicht sollten wir auch das Ding da oben kaputt machen. Da oben ist was? Ja. Ich kann es nicht mehr treffen. Oh, schon wieder die Dinger. Ich sage mal, ich treffe das einfach nicht. Oder muss ich weiter hin? Ah, von hier kann ich es treffen. Okay, interessant. Und geht das auf den Boden weg? Okay. Am besten, da ist noch eine Statue. Hinter der Statue sammeln und die Typen erstmal nach und nach wegmachen. Temperatur wieder im Normalbereich. Okay. Hier sammeln. Und dann einfach da die rüberbrüllen. Ich glaube, da habe ich gerade 44.000 Schaden gesehen. Natürlich. Nö, ist echt so. Man müsste, gerade bei dem Charakter müsste man, ist das richtig, was ich mache? Nee. Müsste man Zeitlupe machen. Müsste man Zeitlupe machen, um das zu sehen. Ich müsste das Video gleich auswerten und dann stoppen. Frame für Frame, weil anders kann ich das nicht sehen. Ich mache so viel Schaden. So, können wir jetzt angreifen, oder? Ja.
Konnten wir auch vorher schon, aber am besten immer erstmal so ein paar wegmachen, dass man ein bisschen Platz hat hier. Jetzt kommen die so reihum aus den Toren gerannt. Oh, ihr seid noch da. Gut, sind Sie die Störsignale. Die Instabilität ist eigentlich überall. Kämpft euch durch. Feuer und Rauch, Flammen und Zorn. Nehmt Gestalt an und unterjocht diese Welt. Mir gefallen die Chan nicht, weil sie so unterbelichtete Rituale durchführen. Sind die Orks von Guild Wars. Ich habe tatsächlich auch noch nie einen Charakter gemacht, der Char ist. Da fehlen mir noch sämtliche Erfolge für die Story. Ich glaube, mein zweiter war einer. Ich habe noch nicht einen einzigen. Mir gefällt die Rasse einfach gar nicht. Ich fand das auch langweilig, weil ich hatte einen Char-Krieger gemacht. Das war so generisch. Ich habe einen neuen Krieger, der heißt The Hulkmaster. Und das passte so tatsächlich. Und das ist einfach nur, das ist ein Krieger halt, ne? Mehr muss man glaube ich nicht wissen. Der soll auch tanken. Letzten Endes. Habe ich aber auch noch nicht großartig weitergespielt. Thermale Freisetzung abgeschlossen. So, kommen wir mal raus. Ach da. Schön, dass man sie nicht richtig sehen kann. Kann man aus Char-Fell Pelz machen oder sowas? Stimmt. Brauchst du einen Bettverleger oder was? Weiß ich nicht, aber vielleicht könnten wir die Inquestur darum bitten, ein paar Fabriken aufzustellen, um ein paar Chars zu ernten. Ich glaube, dann kriegst du Ärger mit Redlock, ne? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ridlock wird nicht gut auf mich zu sprechen sein, denke ich. Wenn ich der Knappe ist ein bisschen nervig. Der kommt immer wieder. Das ist ein Hauptmann und kein Knappe. Ja, der hat aber auch dann so einen Gehilfen, so einen Knappen. So. Und der ist ein bisschen nervig. Und wenn wir den wegmachen, der kommt immer wieder, aber trotzdem am besten immer wegmachen. Also immer aufhören, meinen Schaden zu blocken. Oh shit. Er strengt sich auf jeden Fall sehr stark an, muss man sagen. Ja. Ich würde eigentlich noch gerne leben. Wärmeableiter gleich auf voller Kapazität. Ich werde mich niemals ergeben. Gut, die Zacken haben sich hoch auf 14.000 gedreht bei ihm. Eine gewaltige Energiespitze. Ich habe keinen Knappen gesehen. Ich auch nicht. Macht euch bereit. Ruhe. Ach, der rannte da rum. Es gibt jetzt hier noch einen Erfolg, den man theoretisch machen könnte. Man kann jetzt hier durchs ganze Fraktal rennen und Hühner sammeln. Hühner. Genau, die sind hier überall versteckt. Und dann kriegt man Erfolg. Wenn ihr den machen wollt. Ja, warum nicht? Wollen wir Hühner sammeln? Aber bitte nicht in der Form. Schalte in den Holo-Modus. So,
Soll ich Hühner umbringen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, man muss sie umbringen. Ich weiß gar nicht, was man damit machen muss. Ich sehe nicht mal Hühner. Ich habe gerade eins gesehen, da wo du warst. Hologramme abgeschaltet. Ich sehe einen Raben. Aber der ist grün. Gut, das wird erstmal eine Weile dauern, bis wir da durch sind. Wo ist denn der Ausgang? Ach, da hinten. Also es sind aber ein, zwei Hühner vor der Stadt, ne? Und draußen vor der großen Stadt stehen die Hühner sich die Füße platt, Skandal. Ja, so genau. Im Chab, in Ascalon, Skandal. In Ascalon, Skandal. Allein von wie Char sich fortbewegen. Wahrscheinlich sind die meisten Spieler Char und Nekromant. Was? Char-Nekromanten? Ne. Ich habe so viele Nekromanten. Char stehen eigentlich nicht auf Magie, von daher ist eigentlich von der Lore her die Magieklassen passen nicht zu Char. Wie viele Hühner gibt's denn hier? Weiß nicht, 10 Stück, keine Ahnung. Ich habe gerade mal einziges gesehen. Ich habe gerade mal einen gesehen. Pass auf, hier sind noch teilweise auch so ein bisschen versteckt hinter irgendwelchen Gebäuden und so. Weil dass man da oben drauf springen muss. Ach, das auch noch? Ja, da können wir ja lange suchen. Ich bin dafür, wir geben auf. Nö, ich such noch weiter. Bock, 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 bock. Komm schon. Wir sind schon Gegner, also ich würde in den Gegner reinlaufen, wenn das so geht. Sind die auch vor der, auch draußen auf dem Schlachtfeld, wo 1000 Eischaden herumfliegen? Da sind auch ein, zwei Hühner, ja. Das wird ja immer lustiger. Ich laufe die ganze Zeit mit Namensschilder 1 anzeigen ein. Find die Hühner aber nicht. Problem ist, ich weiß auch nicht, wo die sind. Ich habe mir das nie gemerkt. Ja, die könnten ja auch jedes Mal woanders sein, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind ziemlich ähnlich immer. Okay, hier stehe ich im Moment sicher. So, Fraktal, urbanes Schlachtfeld ist das, ne? Ja. Vom Glug verlassen. Während im urbanen Schlachtfeld wart, habt ihr eure Gruppe alle Hühner der Schlacht getötet. Na, wo ist denn das jetzt hier?
Tja. Ne, Karte habe ich jedenfalls nicht. Und nicht eine Anzahl. Mal gucken, ist das sichtbar? Ja, ist auf jeden Fall sichtbar. Reicht aber anscheinend die Gruppe. Mario, du kannst ihn nicht mehr sehen, weil ich ihn gesehen habe und zerschlagen habe. Genau, wir müssen nur die alle wegmachen. Wer ist egal. Das ist gruppentechnisch gesehen. Ich bewege mich gerade. Ich habe gerade gefunden. Denn, cool. Glückwunsch. Ich tue die zu Bildern so. Ich tue die so Bilder so. Ich tue sie jetzt öffnen. Theoretisch hätten wir schon 3 gefunden haben müssen. Statistisch gesehen ist das sehr selten. Statistisch gesehen fliege ich gleich raus. Hier ist ein Chicken. Sterb. Was? Daneben? Ja, das sind so Char, ne? Char schlagen immer daneben. Das ist ganz normal bei denen. Shit. Das bringt mich die anderen hier um. Ja, gut, ich habe die jetzt gesehen, dass da noch Leute waren. Gut, ich werde mal dein Chicken-Bild mal abchecken. Wir sind bei der Folge schon bei 42 Minuten, aber das ist ganz normal. Ah, hier, stimmt. Hier ist ein Huhn. Huhn 1 getötet. Huhn 2 mit Hartlichtwelle zerstört. Nicht wundern, wenn ich gleich tot bin. Ich bin rausgeflogen und wenn man die Fraktale wieder betritt, dann ist man, glaube ich, am Anfang tot. Nett. Hier soll eigentlich eins sein. Jetzt wird's heiß, Leute. Die zwei habe ich. Da müsste noch eins sein. Thermale Freisetzung abgeschlossen. Oh, wo ist denn das Huhn, ey? Soll doch eigentlich hier sein. Hat die AE-Akro jetzt auf mich gezielt? Geht's denen zu gut? Ich habe Problem, das vierte Huhn zu finden hier. Da bist du. Nee, da bist du. Also hier müsste eigentlich auch noch ein Huhn sein. Ich habe schon gekillt. Hast du das vielleicht schon erwischt? Wir können ja auch davon ausgehen, dass das erwischt ist. Oder. Ja, oder. Bin ich auch falsch. Oder wir sind da tatsächlich irgendwie. Das kann auch sein, dass ich es erwischt habe. Wenn ich da in der Nähe die Welle gemacht habe, dann ist es tot. Wir haben's. Ah, hier war ein Schritt das letzte, ja. Ja, ich hab's auch gekriegt, cool. Schnell raus, wir haben die Hässlichkeit hinter uns. Boah, ey. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Aber das ist ein Fraktal, wo manchmal am Anfang mit dem Tor, wo du noch auf dem Schlachtfeld bist, ständig alle sterben und es einfach nicht klappen will.
Dafür waren ja jetzt die zwei oder drei Versuche, die wir da hatten, ja noch halbwegs human. Ja. Auf jeden Fall. Oh cool, dann wissen wir auch, wie Chakare? Chakare. Sumpfland könnte jetzt ein bisschen schwer werden. Obwohl auf einfachste Stufe haben wir eigentlich recht viel Zeit. Weil da braucht man eigentlich vier Leute am Anfang. Wir probieren es. Ja. Gut, aber nicht jetzt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.